Von Impfmüdigkeit keine Spur hier in Berlin-Kreuzberg. Alles ganz unkompliziert, nicht im Kittel, sondern ganz lässig im bunten Dress steht der Impfarzt selbst vor der Tür, weist auf Abstände hin, kontrolliert Personalausweise. Eine Impfpflicht sieht er kritisch. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die haben gesagt, ich will mich schon impfen, aber ich brauche ein bisschen Zeit. Ich möchte sehen, ob da neue Daten rauskommen, ob nach einem Jahr irgendwelche Nebenwirkungen sind. Ich denke aber, es sind noch genug Menschen da, die sich impfen lassen möchten. Genug auf jeden Fall. Damit befindet er sich auf einer Linie mit der Bundesregierung. Kanzlerin und Gesundheitsminister sprechen sich gegen eine Impfpflicht aus. Allerdings spricht Spahn von einem Impfgebot. In Bayern habe es nach Angaben des Ministerpräsidenten Söder zuletzt rund 100.000 Impfterminabsagen gegeben. Auch im Süden ist die Politik eigentlich gegen einen Zwang. Allerdings sagt der Ministerpräsident auch, ohne Impfen keine Freiheit. Und während Bayern über diverse Impfanreize nachdenkt, sagt die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz über ihre Strategie, auch unter den jetzigen Umständen nicht zu einer Impfpflicht kommen, auch nicht indirekt. Wir haben uns überlegt, dass wir weniger mit Anreizen wie manche andere Bundesländer agieren, sondern unser Konzept, eigentlich Menschen zu gewinnen für mehr Impfungen, ist unbürokratisch, leicht, eben sich überall impfen zu können. Auch in der Bevölkerung sieht man eine Impfpflicht gespalten. Produktiv wäre es wahrscheinlich, weil man halt auch sehr schnell an so Herdenimmunität rankäme. Aber das Problem bei solchen Sachen ist halt immer, dass man auch sehr direkt in so körperliche Integrität und sowas mit eingreift. Also vom Zwang halte ich überhaupt nichts, aber vielleicht einfach mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte. Wie diese Freiheiten konkret aussehen, die Debatte wird weiter in Politik und Gesellschaft geführt, auf dem Weg zur Herdenimmunität. Italien, Frankreich und Griechenland haben bereits eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte eingeführt.